Ja, hallo, herzlich willkommen bei PP Auto Pflege Polierpoint. So, ich bereite gerade die Haube hier mit Isopropanol vor, also ich entfette die für den nächsten Test. Ja, ich bin gerade was am Recherchieren und das möchte ich euch zeigen. Zwei Sprühwachse und ja, wenn euch das interessiert, ja, bleibt dran, bis dann. So, liebe Leute, das sind wir wieder. Ich habe die Haube vorbereitet, abgeklebt in zwei Feldern und hier vor mir habe ich die beiden Produkte, um die es sich handelt, wo ich gerade am Recherchieren bin. Ja, und welche Produkte, welche Sprühwachse das sind. Eins kennt ihr bestimmt schon ganz gut, das Sprühwachs von Rot-Weiß. Das kennt ihr bestimmt, habt ihr schon ein paar Videos gesehen. Soll schon ein ganz gutes Sprühwachs sein. So, das habe ich beim Cyber Monday oder Black Friday, weiß ich nicht mehr, gekauft gehabt. Und dann habe ich noch ein weiteres Produkt gefunden. Und das ist, ja, wenn ihr seht, auch eine weiße Flasche. Und da kommt man hier zum Karasip. Karasip, so heißt das Sprühwachs. In grün gehalten, die Flasche. Grün-weiß, rot-weiß. Ja, und wie die dann bei mir zusammen im Regal standen, ich dachte, oh, was ist das denn? Gleiche Flaschen, gleiche Formelflasche, weiß, hier rot, da grün. Und die Etikette, ich komme mal näher dran. Die sehen ja auch schon ziemlich ähnlich aus. Also von hier auch Boot, Auto, was ist das? Motorrad und hier auf der Rot-Weiß ja auch. Also ganz identisch eigentlich. Die ganze Flasche, Sprühkopf, seht ihr, ganz identisch. Also, und das hat mich doch verstutzt. Und da habe ich doch mal gedacht, guckst du mal, was Sache ist. Ja, habe ich gemacht. So, dann habe ich recherchiert. Ich habe jeden Hersteller angefragt. Ich sage erstmal bei Rot-Weiß, ich sage hier, ich bin noch auf das Karasip gekommen, den Hersteller. Und ich sage, dann ist ja das gleiche, die gleiche Flasche, fast das gleiche Etikett. Der Geruch, was war nochmal der Geruch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der war leicht fruchtig, meine ich. Eben einen Augenblick. Nee, Quatsch, war nicht. Stimmt, war nicht. Das, genau. Der Geruch ist so wie so Sidolin-Fensterreiniger. So riecht das. Und das ist auch eine klare Flüssigkeit. Kann ich euch mal zeigen. So, liebe Leute, ich habe mal ein paar Schnapsgläschen organisiert. So, und werde das jetzt jeweils in den Gläsern füllen, damit ihr das auch seht. Wir schütteln. Wir nehmen hier das Kara, was heißt das? Karasip. So. Ja, das ist bisschen klar. Aber wir lassen das mal eben so drauf. So, hier schütteln wir auch. Hier rein. So, dann komme ich mal zu euch. So, das hier ist das Rot-Weiß, das ist leicht milchig, seht ihr? Und hier das Karasip. Und hier nochmal im Vergleich. Ja, das Karasip ist nicht ganz so milchig, seht ihr? Leicht milchig schon, aber nicht so stark wie das Rot-Weiß. Ja, okay. Aber es riecht gleich. Wie dieses Sidolin-Fensterreiniger. So, ich werde das wieder in den. Ach, warte mal, so muss ich rum.
ich auch das Richtige in den Flaschen einfülle, so rum. Ich schütte das wieder alles rein und dann melde ich mich. So, ich habe jetzt ja das, die Schnapsgläschen in den jeweiligen Flaschen zugeführt wieder. So, dann können wir ja auch schon direkt anfangen. Ne? Also ich habe es hier gereinigt, die Motorhaube, entfettet, habt ihr ja soweit gesehen. Dann gehen wir mal näher ran. Wir fangen hier mit dem Rot-Weiß an. Schütteln. Steht noch auf Off, auf On, auf nee, das ist ein Strahl und einmal, oh, da hat nur einen Strahl, also kein Sprüh, ja. Mal gucken, wie das ausschaut. Ja. So, das ist wirklich ein Strahl, kein Spray. Schade, okay. Wie gesagt, ich kannte das Rot-Weiß noch nicht. Ich habe das noch nie getestet. So, und dann reiben wir das ein. Ist ein bisschen west. Ja, genau. So. Ich habe jetzt gar nicht auf Inhalt geguckt. Wie das ja, Kristall zusammensetzt. Ja, Sprühwachs ist auf saubere Oberfläche aufgetragen. Machen wir rot-weiß Mikrofasertuch. Auspolieren, nicht antrocknen lassen. Kristallklare Zusammensetzung hinterlässt keine weiße Rückstände auf schwarzen Kunststoffteilen. Es entsteht ein glänzender, langhaltender Schutz. Ja, also einfach nur schön polieren, nochmal mit einer trockenen Seite. Ja. Ja, fühlt sich schon ziemlich glatt an. Hier Referenz. Ja, okay. Ja, dann war es schon. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt mehr Glanz entstanden ist oder so. Keine Ahnung. Also, ja, gut. Müsste man mit dem Glanzmesser nachgehen oder so. Keine Ahnung. So, dann gehen wir auch hier rüber zum Karasip. Wie gesagt, die gleiche Flasche eigentlich. Hier steht auch das, fast das gleiche drauf. Tuch gleichmäßig verteilen, also auf saubere Oberfläche aufsprühen, mit einem weichen Tuch gleichmäßig verteilen und mit Karasip mir so, ja gut, rot, schwarz, was steht denn da drauf? Die wollen ja auch ihre eigenen Mikro, ja, rot-weiß Mikrofasertuch. Hier steht rot-schwarz Mikrofasertuch. Also ist fast identisch die Beschreibung. Es entsteht, ja, ein glänzender, ja, kristallklarer, genau der gleiche Spruch. Also kann man auch auf, ja, Kunststoffteilen, ja, nicht auf Windschutzscheibe, ist unter Vorbehalt, nicht auf heißen Oberflächen. Das haben wir hier auch soweit. Jo. Okay. Wir schütteln das Ganze auch nochmal. Auch der Sprühkopf steht auf Off. Siehst du, der hat auch so einen Sprühstrahl, hat der. Genau die gleiche Flasche. Schaut noch mal hier. Also, okay. Schütteln. Jetzt müssen wir noch mal eben sprühen. So. So. Okay. Mit dem gleichen Tuch, beziehungsweise nicht das gleiche, aber mit der Art, ne? Also gleiche Konsistenz, also gleiche Vorgehensweise und ja, es rutscht hier so. Ja, ist genau die gleiche Verarbeitung, geht genauso leicht. Also ich kann jetzt keinen Unterschied erstmal feststellen. Vielleicht ist die Konzentration hiervon etwas schwächer, weil es ja ein bisschen klarer war in der Konsistenz und da ein bisschen milchiger.
So. Ja, so war ist es fertig, ne? Wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Dann machen wir noch mal das Beading. So, da haben wir mal hier den Drucksprüher. Rot-Weiß. Oh, guck mal, die Perlen, die springen sogar hoch. Von der Haube hoch. So. Ja, gut. Sieht schon gut aus, sag ich mal. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Ich versuche euch mittig so ein bisschen wieder nochmal im Druck nachzuholen. Das Karasip. Ja, hier genauso. Die springen auch von der Motorhaube weg. Hier seht ihr, wie die abgestoßen werden. Das ist das Gleiche. Also hier. Okay, also ich kann da jetzt nichts zu sagen, dass da irgendein Unterschied ist. Also da kann ich jetzt nichts sagen. Schaut mal selber noch mal. So, ich habe mal hier den Handsprüher. Wir gehen jetzt wieder beim Rot-Weiß. Schöne Perlenbildung und wir gehen dann rüber zum Parasip. Ja, ist genau das gleiche Bild, würde ich mal sagen. Oder was sagt ihr dazu? Auch die gleiche Form der Tropfen. Sind etwas leichter flach gehalten, sind nicht ganz so kugelig. Okay, wir gehen mal mit dem Schlauch drüber. Ich pack das mal weg. So, okay, jetzt mal mit dem Schlauch gucken. Hier mal die Regenfunktion. Kleiner Nebel. Okay. Seht ihr mal wieder? Wie man den Schlauch hält. Dann habt ihr hier so Wasseransammlungen, die sich zusammenziehen. Und wenn man jetzt von oben direkt seht ihr das gleiche Sprühbild. Jetzt können wir noch mal den nehmen. Ja. Da ist vom Wasserteppich so ein Sheeting-Verhalten, zieht aber schnell zusammen. Noch ein feineren Strahl hier, seht ihr. Hier mal den kräftigen Strahl hier. Ja, das war's dann schon. Okidoki. Ich denke mir mal, das Ergebnis
war schon klar im Voraus. Ich mache eben den Abschluss, einen Augenblick. Ne, wir machen jetzt noch den Waschtest. Der gehört dazu. Weil ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal wissen, wie widerstandsfähig die beiden Wachsen sind. Und dann nehmen wir das Sonax. Das Richform habe ich. Ja, das habe ich hier noch. Das benutzen wir. Ich habe das hier noch fertig stehen im Eimer. Das benutzen wir jetzt. Kommt von. So. So. Der Handschuh gleitet schön drüber. So, wir sehen auch schon hier, wie das aufreißt, das Wasser. Und dann spülen wir mal ab. Ja, wir sehen hier beim Rot-Weiß richtig schöne Perlenbildung, aber hier sehen wir schon eine Schwäche. Ja, hier. Da sehen wir schon eine Wasserbildung. Ja, zieht sich auch langsamer zurück als hier. Okidoki, das ist schon mal wieder eine ganz andere Aussage. Okay, was machen wir jetzt? Wir können noch mal einmal waschen. Spülen wir jetzt noch mal ab. Ja, wir sehen hier, die Wasseransammlung und da auch, aber die zieht sich schnell wieder zusammen. Und den Strahl von oben habt ihr eine schöne Perlenbildung und ja, habt ihr Wasser. Okay, ja, mehr brauchen wir auch nicht zu machen. So, liebe Leute, wir kommen hier zum Abschluss. Beide Sprühwachse hier nochmal, das Rot-Weiß, das Karasip. Ja, Rot-Weiß, noch ein schönes Beading-Bild nach der Autowäsche quasi. Und das Karasip, ja, leicht schon angegriffen. Wir sahen hier ja schon eine Wasserlache. Ich habe beide Hersteller mal angeschrieben und gefragt, ja, wie sieht das aus? Das sieht ja ziemlich gleich aus, beide Produkte. Und Rot-Weiß hat mir geantwortet, ja, sie vertreiben oder verkaufen auch ihre Produkte an anderen Unternehmen, Herstellern, wie auch immer. Und Karasip sagt, ja, wir kaufen ein. Und ja, wir lassen das mal so stehen. Hier beim Rot-Weiß hat mir ja von der Konsistenz her ja leicht getrübtes und hier ein leicht klareres Flüssigkeit. Und im Nachhinein haben wir ja hier auch schon den Unterschied gesehen. Und ich habe nochmal die Bodenflaschen mal kontrolliert. Und jetzt können wir mal schauen hier. Auch sieht nochmal gleich aus. Gleiche Herstellungsdatum und wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Und
ja, ihr könnt euch ja für ein Produkt entscheiden. Preislich habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, weiß ich nicht. Das kostet 14,90, glaube ich. Und das ist ein Euro teurer, 15,90. Ja, lasst mir für den Test einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich, wie immer. Und ja, schönes Wochenende. Tschüss.